Wie schaffst du es, dass du der Mann bist, über den Frauen ständig nachdenken müssen? Es gibt eine Gruppe von Männern, über die Frauen meist nur dann nachdenken, wenn sie gerade etwas brauchen. Einen Zuhörer, einen Handwerker, einen Helfer, einen Chauffeur. Manchmal schaffen es diese Männer auch, dass eine Frau an ihnen wirklich interessiert ist, aber meist verliert sie dann nach kurzer Zeit das Interesse, ohne einen klar ersichtlichen Grund. Nennen wir diese Männer der Einfachheit halber mal die Johnnies dieser Welt. Und es gibt Männer auf der anderen Seite, über die Frauen einfach nicht aufhören können nachzudenken, bei denen sie sich wundern, was er gerade macht, wo er gerade ist, wann sie ihn endlich wiedersehen wird, wann sie wieder das nächste Mal mit ihm Sex haben kann und über den sie andauernd mit ihren Freundinnen redet. Nennen wir diese Männer mal überspitzt den Herkules. Wenn du zu der Gruppe von Männern gehören willst, über die Frauen andauernd nachdenken, dann musst du meiner Erfahrung nach 4 Eigenschaften in dir vereinen, die diese Männer besitzen. Und wenn ich meiner Erfahrung nach sage, dann meine ich damit, ich war früher selbst in der Gruppe der Männer, die übersehen und vergessen werden und habe es von dort auf die andere Seite geschafft. Falls es bei dir also mit den Frauen jetzt gerade nicht so läuft, wie du dir das vorstellst, dann sei dir bewusst, das lässt sich ändern. Es ist mein Job, Männern zu zeigen, wie sie die Frauen kriegen, die sie wollen. Du findest mehr Infos dazu, wenn du hier oben auf das i draufklickst. Jetzt kommen wir mal direkt zu den 4 Eigenschaften. Die erste Eigenschaft, die du brauchst, lässt sich so beschreiben. Du hast in deinem Leben etwas Wichtigeres zu tun als die Frau. Eine Mission, einen Zweck oder zumindest ein Ziel. Und wenn sie von dir hören, dich sehen oder deine Zeit will, dann muss sie darauf warten, dass sie an der Reihe ist. Ich gebe dir ein Beispiel, wie sich diese Eigenschaft in alltäglichen Situationen zeigt. Die Johnnies dieser Welt warten selbst den ganzen Tag an ihrem Telefon darauf, dass die Frau sich meldet. Sie schreiben innerhalb von 0,1 Sekunden zurück, sie haben immer Zeit und sie verbringen 24/7 damit, über die Frauen nachzudenken. Das macht Johnny sehr verfügbar und uninteressant. Herkules dagegen ist immer beschäftigt. Wenn er Zeit hat, dann ist das wertvoll, weil er nicht viel davon hat und weil er sich nur sehr selten meldet, wenn er gerade was anderes tut. Wenn er nicht bei der Frau ist, dann ist er fixiert auf seine Ziele. Das macht ihn zu einem Highlight im Leben der Frau und extrem attraktiv. Die zweite Eigenschaft, die du brauchst, sieht so aus. Du hast klare Grenzen. Wenn eine Frau unhöflich, unpassend oder unzuverlässig ist, dann fliegt sie aus dem Rennen. Sie tippt auf ihrem Handy rum, anstatt sich mit dir zu unterhalten. Sie hält sich nicht an Abmachungen. Sie kommt andauernd zu spät. Das sind Faxen, die kann sie mit einem Johnny machen, aber nicht mit dir. Wie zeigt sich diese Eigenschaft in deinem täglichen Verhalten? Wenn die Frau deine Grenzen überschreitet, dann kommunizierst du das auf entspannte, aber völlig eindeutige Art. Und falls sich das Verhalten nicht abstellt, dann widmest du ihr nicht weiter deine Aufmerksamkeit. Du demonstrierst damit deine Bereitschaft zu gehen und aus ihrem Leben zu verschwinden, wenn sie sich nicht an deine Standards hält. Das kennt sie sonst nur von Herkules und es bringt sie dazu, dich zu respektieren, dich zu schätzen und folglich auch über dich nachzudenken, wenn du nicht gerade bei ihr bist. Während dein Johnny, der ihr alles durchgehen lässt, nicht einmal in ihren Gedanken aufkreuzt, während sie gerade vor ihm sitzt, weil sie gerade an ihrem Handy mit jemand anderem schreibt. Die dritte Eigenschaft, die du brauchst, klingt so. Du schämst dich nicht dafür, ein Mann zu sein. Du versteckst deine Sexualität nicht. Du machst kein Geheimnis daraus, dass du auf Frauen stehst und du versuchst auch nicht, einen auf Nice Guy zu machen. Du stehst zu deinem eigenen Verlangen und deiner Männlichkeit. Wie sieht diese Eigenschaft in der Praxis aus? Wenn eine Frau sich beschwert, dass andere Männer sich für sie interessieren, dann äußert sich ein Johnny bestürzt und pflichtet ihr bei, dass diese Männer furchtbare geile Böcke sind. Herkules dagegen lacht nur und sagt, kein Wunder, dass die Jungs auf dich stehen. Hast du heute schon mal in den Spiegel geschaut? Selbst schuld, dass du so ein grandioses Stück DNA bist. Sie boxt Herkules auf den Arm, nennt ihn lachend einen Mistkerl und später schläft sie dann mit ihm, weil sich die sexuelle Spannung zwischen ihm und ihr entlädt, nachdem Johnny endlich nach Hause gefahren ist und die beiden alleine lässt. Die vierte Eigenschaft, die du brauchst, sieht so aus. Du weißt, wie du die Optionen schaffst, du bist nicht abhängig von ihr und du erreichst es sehr leicht, neue Frauen kennenzulernen, weil du nicht dauernd zu Hause in deiner Komfortzone abhängst, weil du den nötigen Mut hast, Frauen anzusprechen, die dir gefallen. Und weil du all das in dir vereinst, stellst du Frauen auch nicht auf ein Podest, du idealisierst sie nicht, du siehst sie als das, was sie wirklich sind und du gibst ihnen das, was sie wirklich brauchen. Diese Eigenschaft zeigt sich in deinem echten Leben in der Praxis so. Du bist keiner, der Frauen nur hinterhergafft oder hinterherpfeift oder zu schüchtern ist, um sie anzusprechen. Du kennst deinen Wert, du weißt, wie du ein lockeres Gespräch beginnst, du weißt, wie du in kürzester Zeit mit Persönlichkeit überzeugst und Frauen in dein Leben bringst. Du bist der Typ, der offen, kommunikativ und locker ist und der in jeder Situation einfach so eine Frau ansprechen kann und mit dem das Gespräch nie unangenehm wird, weil es nicht zu einer so großen Sache macht. Dein Handy ist immer voll mit interessanten Kontakten und du genießt eine gesunde Auswahl, bei der du die passende Frau wählen kannst, um ihr deine Aufmerksamkeit zu schenken und nicht den Frauen, die das nicht wertschätzen. Fassen wir also zusammen. Wenn du der Mann sein willst, an den Frauen denken, den Frauen schätzen und den sie fast nicht aus ihrem Kopf kriegen, dann merke dir, du hast etwas Wichtigeres in deinem Leben als die Frau, dem du ihr gegenüber Priorität einräumst. Du hast klare Grenzen, deren Übertretung du nicht akzeptierst. Du stehst zu deinem Verlangen und deiner Männlichkeit und du weißt, wie du jederzeit neue Frauen in dein Leben ziehst, ohne dabei vom Schicksal, Glück oder Zufall abhängig zu sein. Wenn du alle 4 von diesen Eigenschaften in dir vereinst, dann wirst du der Mann sein, über den Frauen
andauernd nachdenken müssen, den Frauen nicht aufhören können zu begehren und den sich Frauen an ihrer Seite und in ihrem Bett tatsächlich wünschen. Du bist dann ein echter Herkules. Wenn du dagegen ein Johnny bist, dann verlieren die Frauen andauernd nach kurzer Zeit das Interesse, weil sie merken, du hast nicht dieses gewisse Etwas, das sich durch diese vier Eigenschaften in dir äußert. Und jetzt mal ehrlich, zwischen uns beiden, Johnny sein fühlt sich nicht gut an. Man bekommt ständig zu wenig Respekt, zu wenig Aufmerksamkeit, man wird übersehen und als Partner gar nicht erst in Betracht gezogen, weder für eine Nacht noch für eine Beziehung. Ich kenne selbst beide Seiten der Medaille, ich habe beides schon erlebt und heute kann ich dankbar sagen, dass ich nicht nur mir selbst, sondern auch mittlerweile tausend anderen Männern aufzeigen durfte, wie sie ebenfalls der Mann werden, der die Aufmerksamkeit, den Respekt, die Liebe und den Sex von Frauen kriegt, den er sich tatsächlich wünscht. Wenn du also meine Unterstützung dabei brauchst, dass du das auch schaffen kannst, dann kannst du dich sehr gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Wir reden mal darüber, wie wir auch dich dahin kriegen können, vorausgesetzt du hast die richtige Einstellung für meinen Ansatz. Das können wir aber gerne im Gespräch rausfinden, da kannst du einfach hier oben auf das i klicken und dann findest du das. Abschließend bleibt nur eines zu sagen. Eigne dir diese vier Eigenschaften an. Glaub mir, es lohnt sich brutal. Viel Erfolg.